Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Destroy All Humans 2 Reprobed. So, wir sind auf dem Weg zu Pox, mit dem müssen wir reden. Ich werde aber vorher erstmal den Körper hier loswerden. Ich hätte mir heute doch... Danke, Baby. Es war nett mit dir. Ich möchte aber vorher nochmal gucken, ob es wieder irgendwelche Skins gibt oder sonstiges und... Oh! Ah, es gibt schon mal eine Karte. Das ist schon mal sehr gut. So, wir gucken mal. Phoronisches Handbuch. Prinz. Haben wir noch nichts freigeschaltet. Artwork auch noch nicht. Geheimakten. Oh, wir haben schon 4 Geheimakten. Nicht schlecht. So, aber es fehlen natürlich noch ein paar. Und was haben wir hier? Jukebox. Was haben wir hier noch? Statistiken. Ah, hier sind die Skins. Alright. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja schon ein paar freigeschaltet. Oh. Ihn finde ich schon mal sehr nice. P1. Achso, nee, warte mal. Wie heißt der? BFG 137, bleicher Reiter. Mutant. Okay. Der King. Oh, der King finde ich nice. Killing Joke. Ei, wir haben ja schon echt ein paar. Schlimmster Albtraum. Gefällt mir sehr gut. Oh, wir können uns auch Gold machen. Ich finde mal hier. Schlimmster Albtraum. Finde ich sehr nice. Den machen wir mal. Akzeptieren. Oh ja, oh ja, oh ja. Gefällt mir. So, wo ist Pox? Pox ist irgendwo da hinten. Wir gehen mal zu ihm. Und gucken mal. Links will ich nochmal eben gucken. Gibt es hier nicht auch irgendwo welche versteckten Sachen immer in der... Oh! Kaum habe ich es gesagt. Da hinten. Was haben wir denn hier? Was war das? Das war anscheinend irgend so eine Gehirnmasse, so wie es aussieht, ne? Ich weiß es gar nicht genau. So, egal. Wir gehen mal jetzt zu Pox und gucken mal, was er für uns hat. Da ist er. Hey, Poxy! Pox, wir haben hier ein Problem. Bongwater trinkt offenbar zu viel von seiner eigenen Plörre. Der Freak sagt, er hätte vor, Bay City mit Revelate-Gas einzuräuchern, das er in riesigen Luftschiffen gespeichert hat. Bei allen Galaxien. Das ist so bescheuert, dass es funktionieren könnte. Also ab in die Luft, was? Es wird Zeit für eine Revanche. Nicht so schnell, mein extrem gewalttätiger Scherge. Meine Scans des Antriebskerns zeigen ernsthafte Schäden. Ah, Mist. Die gute Neuigkeit ist, vor Äonen wurden ja antike phoronische Landesignale zurückgelassen. Das war während des Marskriegs. Wenn du eines von diesen Signalen finden und aktivieren kannst, kannst du dein Raumschiff zu dir rufen. Netter Trick. Und dann trete ich ein paar Affen in den Arsch. Ja, unser Raumschiff, das will ich auf jeden Fall haben. Ich glaube, das brauchen wir auch, um zu leveln, ne? Um irgendwelche Upgrades zu machen. Brauchen wir zumindest beim ersten Teil. Okay, gehen wir zur Landezone. Machen wir, beziehungsweise wir fliegen zur Landezone. Machen wir ein bisschen unauffällig. Es muss uns nicht jeder sehen. So, oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Kleine Versammlung. Hallochen. Ich brauche mal eben ein paar... Was? Der will abhauen. Halt, 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 halt. So nicht, mein Freund. So. Ich glaube, da wollte noch jemand abhauen, ne? Oder? Ruft da jemand die Bullen? Ich weiß es nicht. Aber, oh, was haben wir denn hier? Okay, warte, warte, warte. Die wollte gerade die Bullen rufen. Du blöde Kuh. So. Tschüss. So, was bist du? Was bist du? Um Siegen den trägen, phoronischen Gott. Verpass meinem Idol einen mit elektrischen Blitzen. Höre auf die heiligen Silben des großen Arkwudel. Der große Arkwudel. Schießt da jemand auf mich? So. Kann ja wohl nicht angehen. Ich bin hier mitten in meinem Gespräch. Und ihr fangt hier an, hier auf mich zu schießen. So. Hast du davon? Kann ich jetzt weitermachen? Oh, da ist noch einer. Alter. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen?
So. Jetzt reicht's aber, ne? Die werden nicht weniger. Die werden nicht weniger. Ups. So. Lade ihn mit Zivomatik auf. Was? So. Bitteschön. Huch, wo ist er denn hin? Okay. Landezone. Unser Raumschiff kommt, oder? Oder? Hallo? Raumschiff rufen. Alle 5000 Parsecs durchgelüftet werden. Es sieht so aus, als hätte das Raumschiff unterwegs einen Treffer abbekommen, oder 12. Nein, sag es nicht. Ich fürchte, du wirst nicht weiterfliegen können, bis der Antrieb repariert wurde. Ach, Mann. Glücklicherweise habe ich auch mehr Datenkerne aus dem Unterschiff in deiner Nähe lokalisiert. Sie enthalten Reparaturkapseln, mit denen du das Schiff wieder in die Luft kriegen solltest. Sobald das geschafft ist, kannst du so viele Luftschiffe hochjagen, wie du magst. Alles klar. Ich schnappe mir diese Reparaturkapseln und dann auf zum Raumschiff. Oh ja, die Zeit der Abrechnung naht. Oh, warte. Wir müssen nämlich als Soldat die ganzen Sachen sammeln. Das machen wir dann natürlich. Was ist nun? Oh shit. Warte. Einmal sammeln. Oh, verdammt. Verdammt, ich muss hier weg. Hau ab. Wir lassen ihn mal ein bisschen hier tanzen. So. Alles ist gut, Jungs. So, oh shit. Unsere Energie ist fast weg. Warte mal, ich muss eben mal... Huch. Okay. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Und ich brauche einen neuen Soldaten. Wir wollen das Ganze als Soldat sammeln. Wo finde ich einen Soldaten? So, da ist auf jeden Fall was, aber ich brauche einen Soldaten. Wo finde ich einen Soldaten? Immer wenn man einen braucht, ist... Oh, da sind welche, aber scheiße. Ich glaube, ich mache das mal hier mit freie Liebe. So. Verdammt. Wir haben uns trotzdem entdeckt. So, ich werde mal ein bisschen hier in Deckung gehen, in der Hoffnung. Wenn wir eine Zeit lang nicht gesehen werden. Es war doch, glaube ich, so, dass wir dann auch wieder safe sind, oder? Ich glaube, so war das im ersten Teil. Ich bin mir aber nicht sicher. Anscheinend ist es nicht so. Und ich kann nicht mal fliegen. So, kann ich hier hüpfen wenigstens? Ja, okay. Hüpfen kann ich. Alright. So, wo ist denn... jetzt ist alles sicher. Wusste ich doch. So. Moin. Ich muss mal kurz hier, ne? Mach dir keinen Kopf. Alles ist gut. Alright. Achso, wir brauchten nur eins sammeln als Soldat. Sag das doch. So, das heißt, dann können wir jetzt nämlich wieder hier... So. Huch. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte hier. Einmal blitzi. Komm mal her. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Alter, der... Kann ich da eine Wumme haben? Ich will die Wumme haben. Nee, nicht das. Die Wumme.
Shit, ich kann den nicht aufnehmen. Schade. So, wie viel haben wir? Wie viel brauchen wir denn noch? Zwei Stück noch. Zwei Stück noch. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, da oben. So. Bist du hier ganz alleine? Ach nee, da ist noch einer. Da sind sogar noch zwei. Es riecht... Ja, genau. Weil du dir gerade ein bisschen in die Hosen geschissen hast. Dankeschön. So. Und einen brauchen wir noch. Huch, hier ist ja noch ein Gehirn. So, den letzten, dann haben wir's. Die stellen sich aber auch echt immer an, ne? Oh, komm, ich möchte hier hoch. Komme ich hier nicht hoch? Hallo? Ich wollte hier hoch. Geht doch. So. Einmal noch den hier und dann haben wir es. Und der ist sogar unbewacht. Oh, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, keine Soldaten hier? Hallo? Der merkt ja aber auch gar nichts, ne? Selber schuld. So, letzte. Dann haben wir es. So, kehre zum Raumschiff zurück. Machen wir. Und ich hoffe, ich kann jetzt gleich mal ein bisschen was upgraden. Zum einen würde ich gerne einen besseren Jetpack haben. Und zum zweiten gucken wir mal gleich, was wir an den Waffen machen können. Also gut, lasst uns tanzen. Ja, lasst uns tanzen. Betritt das Raumschiff. Ja, genau. So, Poxmarkt. Raumschiffskin. Es war noch alles gesperrt, außer Skins. Habe ich denn andere Skins? Ich habe hier blasses Pferd. Oh ja, 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 das machen wir mal. Akzeptieren. Okay, ja, ansonsten. Wie kann ich das denn jetzt fliegen? Achso, Cockpit. Alright, so verwende die Tarnfunktion. Gerade rechtzeitig kommt. Ah. Er hat seine Luftschiffe gestartet. Du musst verhindern, dass er die Luft über der Stadt mit Revelate verseucht. Verwende Entzug auf die Fahrzeuge an, um die Schilde aufzu... Wie mache ich das? Ah, Energie entziehen. Alles klar, warte. War das richtig? Warte. Also los, Kriegerhunde. Die Luftschiffe sind in der Stadt. Was? Es geht los. Oh, shit. Tarnung ist vorbei. Richte diese Luftschiffe lieber schnell, Krypto. Denn wenn die Revenant-Sättigung 100% erreicht, wird das uns auch ein bisschen hörbar. Nichts weiter als eine Ansammlung von lokalen unmotivierten Trotteln, die den ganzen Tag auf den Schirm sitzen und deutlich reden. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, wir müssen ja auch noch so eine Lager zerstören. So, einmal du weg. Okay. Einfach so, hier kommen noch mehr von diesen. Hier schießt jemand auf mich. Gar nicht nett. Alright. Oh, hier sind noch ganz viele. So, ist er abgeschossen, ja. Alright. So, wir brauchen aber noch mehr Lager. Okay, da hinten sind ganz viele. Kann ich auch schneller fliegen? Nee, kann ich nicht. So. Einmal das hier. Da hinten ist auch noch einer. Alright, wir brauchen nur drei Stück noch. Okay. So, hier ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Zeppelin. Tschüss! So, ein Lager noch. Ein Lager noch, dann haben wir es. Okay, Bonus haben wir. Wir brauchen jetzt nur noch die Luftschiffe.
Einmal hier, bitteschön. Jeder kommt dran. Nicht drängeln. Bitte. So, und eins noch, ne? Ja, eins nur noch. Nur noch eins. Easy peasy. Entschuldigung, ich muss ja mal durch. Danke. Ja, mach ich. So, 100% nice. Terrorist greift Luftschiffe an. Gras für alle verkündet. Festgenommener Hippie-Einzelgänger. Aber kann ich jetzt noch irgendwas upgraden? Oh. Wähle eine freigeschaltete Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand für ein Upgrade aus. Spiele weiter, um mehr Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Wähle ein Modul für ein Upgrade aus. Für die letzten Upgrades jeder Reihe sind Furutech-Reaktoren zum Freischalten nötig. Oh, okay. Jedes Upgrade bringt andere Vorteile mit sich. Lies die Beschreibung durch. Die ersten Upgrades kosten Furutech-Zellen. Die letzten Upgrades in jeder Reihe erfordern Furutech-Reaktoren, die deutlich seltener sind. Ah, ja. So, alle Upgrades können für die volle Menge an ausgegebenen Furutech-Ressourcen zurückgetauscht werden. Sammle DNS, indem du menschliche Gehirne extrahierst und sammelst. Okay. Alles klar, so, wir gucken mal. Der Zapomatik erhöhte Mehrfachtreffer. Finde ich schon mal nice. Wir haben 26 Punkte. Okay, was können wir noch? Schubgeber, Schockwelle. Sprinten löst eine kleine Schockwelle aus. Okay. Beziehungsweise, warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Was ist das hier? Suprakinetischer Antigrav-Schubverstärker. Maximalgeschwindigkeit erhöhen. Ah, ist auch nicht schlecht. So, Schildverstärker-Pack. Energieboost. Erhöht Kryptos Schildstärke. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ah. Atomblasenerzeuger. Brennt länger. Ah, okay. Was haben wir hier? Energieboost. Erhöht die Schildstärke des Raumschiffs. Ich würde erstmal auf Krypto gehen. Das heißt, ich würde einmal... Schießt länger. Ich würde einmal das hier machen. Und ich würde einmal das Schild verstärken. Okay, da haben wir noch 6. Den Rest, den sparen wir uns einmal auf. Wir gucken aber trotzdem nochmal eben hier. Genmixer. Wähle eine Psi-Fähigkeit aus, die du verbessern willst. Gesperrte Psi-Fähigkeiten stehen nicht zur Verfügung. Spiele weiter, um sie alle freizuschalten. Sammle bestimmte Kombinationen von menschlichen Forschungsobjekten ein. Kalibriere den Saugmeister V8 des Raumschiffes, indem du die Aufenthaltsorte der Sammlung verfolgst und wende ihn dann auf die gewünschten Menschen an. Ah, okay, wir müssen verschiedene Kippis, Cops, Soldaten einsammeln. Wie kriege ich diesen Saugmeister V8? Nach dem Einpflanzen aktiviert sich die entsprechende Psi-Kraft von alleine, was die nächste Upgrade-Stufe freischaltet. Manche Arten von Menschen sind seltener als andere. Gib deine Sammlung als erstes für etwas aus, das dir einiges bringt. Alright. So, okay, wir müssen auf jeden Fall einmal Menschen sammeln. Okay, das ist alles noch gesperrt. Okay. Genmixer, da haben wir noch Raumschiff-Skins, hatten wir schon geguckt. Was haben wir hier? Was? Furonen und Abscheu in Bay City. Fände Picard zu töten. Alles klar. Ach so, das ist nur Mission. Okay. So, was müssen wir denn jetzt machen? Hallo? Was müssen wir machen? Ich hab kein Ziel, oder? Okay, wir müssen irgendwie darüber. Ich weiß leider gerade nicht, was wir machen sollen, aber wir werden es rausfinden. So. Halt! Nein! Ah. Wir müssen auch unbedingt mal unseren Jetpack ausbessern, wobei ich nicht wusste... Ich habe, glaube ich, nichts gesehen, wo man dann den aufbessern kann, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Achso, er wieder. Alles klar. Hey, Dude. Achso, wir müssen ja wieder... Ach, scheiße. Wir müssen ja wieder ein Hippie sein, damit wir mit ihm reden können.
So, wo habe ich einen Hippie? Hier habe ich einen Hippie. Was? Vergessen. Setze die Aufmerksamkeit eines Markierten zurück auf... Hat jemand die Polizei gerufen? Oh, er, okay, er vergisst, aber ich glaube, wir sollten nicht... Wir sollten nicht ihn vergessen machen. Egal. So, wir sprechen mit ihm. Das Alien, das mich sondiert hat. Alles okay, Mann? Nach Bongwater fragen? Sag mir einfach, wo Bongwater ist, damit ich ihn platt machen und wieder heiße Affenliebe machen kann. Wenn du einen neuen Ferrari hast, willst du ja auch nicht, dass er in der Garage verstaubt, wenn du weißt, was ich meine. Nicht wirklich. Und Bongwater? Was soll ich sagen? Niemand hat den Kerl gesehen. Naja, niemand außer Prudence, schätze ich. Wer ist Prudence? Sein Versicherungsmakler? Ah, die liebe Prudence. Nein, sie ist Bongwaters neuer Schützling. So eine Art Revolutionista in Ausbildung. Wenn jemand weiß, wo Bongwater steckt, dann sie. Die klingt ja wie ein heißer Feger. Vielleicht sollte ich mich bei dir mal vorstellen. Alles klar, ich versuch's mal bei Prudence. Vielleicht kann ich sie ja dazu bringen, Bongwater zu verraten. Alright, wir müssen zu Prudence. So, wenn es Cortex-Scan an, das machen wir. Dafür werde ich auch erstmal in Verkleidung bleiben. Was war das nur für ein langer, seltsamer Trick? Okay, der Kopf wird wahrscheinlich nichts wissen. Ich weiß nicht, ob Prudence immer noch im Park ist. Mann, bei ihr dreht sich mir alles. Sogar wenn ich nicht bekifft bin. Ja, war klar im Park. War ja klar, wo die ganzen Hippies auch stecken. So, ach, wir sind viel zu lahm. Ich muss nochmal ihn hier und dann, glaube ich, können wir unsere Verkleidung wieder ablegen. Mann, bei ihr dreht sich mir alles. Sogar wenn ich nicht bekifft bin. Sommer! Hast du keine Augen im Kopf oder was? Unglaublich, diese Leute heutzutage. So, wir müssen aber immer noch jemanden scannen. Okay, da vorne scheint aber schon... Ist da vorne vielleicht Prudence? Wir haben noch mal eben einen hier. Unsere Kommode im Park ist viel sicherer alles klar. Geworden, seit Prudence da ist. Okay, das scheint Prudence zu sein. Brüder und Schwestern! Kinder der Revolution! Das Zeitalter des Aquariums beginnt! Mein Name ist Prudence Kane. Genau wie ich haben sich viele von euch der amerikanischen Befreiungsfront angeschlossen, um sich an euren reichen Vorstadteltern zu rächen, die euch dazu gezwungen haben, in obszönem Luxus aufzuwachsen. Hey Prinzessin, wir sind nicht wegen der Vorband hier. Wo ist Coyote Bongwater? Leider kann unser Anführer, Coyote Bongwater, heute nicht bei uns sein. Denn er setzt seinen großen Plan um, der diese ganze Stadt in kontrakulturelle Zootopia verwandeln wird. Bay City wird bald eine große, glückliche Kommune sein. Zieh dir das rein, Daddy. Hast du mich gerade Daddy genannt? Alles klar. Also was hat Bongwater dieses Mal vor? Wie soll Coyote Bongwater denn bitte die ganze Stadt bekehren? So wie er auch uns bekehrt und befreit hat mit Revelate. Woher wusste ich nur, dass es das sein würde? So, wo hat er das Zeug denn versteckt? Revelate klingt total lecker. Also, wo krieg ich denn welches? Das ist das Beste daran. Unsere Brüder und Schwestern sind gerade dabei, die letzte Fuhre zu unserem Anführer, Coyote Bongwater, zu bringen. Er wird sie in die Bucht kippen. Bald werden die Massen uns anflehen, die Revolution für sie zu führen. Diese Revelate-Trucks könnten zu einem echten Problem werden. Und ich habe seit mindestens 10 Minuten nichts in die Luft gejagt.
Und nicht wie bei einem sprichwörtlichen transformierenden Roboter steckt da viel mehr drin, als man denkt. Dieses Rebel-Boot ist kein Zufall, das ist ein Angriff! So, achso, das ist schon hier ein Laster. Oh, warte mal. Ah, alles klar. Ich dachte, die wären viel weiter weg, die Laster. Lass mich doch mal hier. Junge, 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 Junge. So. Jetzt werde ich hier schon von den Hippies angegriffen. So. Einmal. Oh, bitteschön. So, haltet die Revelet. Wo sind denn noch welche? Oh, da hinten sind noch welche. Warte. Ach shit, ich hätte, glaube ich, Sprengstoff mitnehmen sollen, ne? Oder kriege ich den auch so? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Ah, verdammt, ich brauche Sprengstoff. Warte. Gib mir mal eben hier, wo sind. Wo ist hier so eine Tonne? So. Wo ist jetzt der Laster? Da ist einer. Warte, 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 warte. So. Alright. So, okay, da hinten. Hä? Hä? Habe ich hier gerade zu viel Revelate eingeatmet oder warum? Warum? What? Wieso haben die hier so eine Dinge auf dem. Das gibt's auch nicht. Holy shit. Oh, warte, warte, warte. Okay, ist noch ein Laster. Oh, okay. Warte mal. So, ich habe ja was für euch. Bitteschön. Ach, oh shit, da ist auch noch ein Laster. Warte. Alright. So, oh, da sind noch mehr. Alright. So, ich brauche noch ein paar Fässer. Bitteschön. Ich brauche noch mehr Fässer. Oh shit, Granate! Hab ich gar nicht gesehen. So. Alright, so. Ich hoffe, das ist jetzt mal der letzte. Darf ich hier einmal durch? Dankeschön. Hab ich hier noch irgendwo ein Fass? Verdammt, ich brauche noch ein Fass. Dann nehme ich halt dich. So, bitteschön. Okay, oh shit, ich bin kurz vorm Tod. Ich bin kurz vorm Tod. Ich muss ganz schnell weg hier. Eieiei, so, wo muss ich denn hin? Da oben? Komme ich hier irgendwie hoch? Oh ja. So, wir müssen einmal Cortex-Scan machen. Ich habe gehört, wie Bongwater in der Unterführung unter dem Hügel gesungen hat. Ich muss echt mit den Schießbuffs aufhören. Übler Trip, Mann! Oh, warte, was sehe ich denn hier? Das nehmen wir natürlich mit. So, alright. Oh shit, ah, ich habe wieder das Zeug eingeatmet, ne? Okay, schnell weg hier. Oh, oh shit! Oh shit! So. Konzentration, Konzentration. Alright, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier machen soll.
Ah, da müssen wir hin. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. So, warte mal. Ich muss mir eben nochmal das Gehirn holen. Ja, ja, mach mal. Alright, ich würde sagen, wir gehen beim nächsten Mal hier rein und gucken mal, ob wir Bongwaters finden. Was explodiert denn hier mal? So, bitteschön. Dankeschön, auf Wiedersehen. Oh, shit. Die haben ja voll die schweren Waffen. Hä? Ja, ja, befehl du mal. Okay, wie gesagt, beim nächsten Mal gehen wir hier rein und gucken einmal, ob wir Bongwater finden. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Alter, hör mal auf. Oh, shit, die haben echt, die haben Raketen. Die haben Raketen. Na egal, wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst den Daumen nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.